Wenn Gemüse auf den Teller kommt, dann wurde vorher ein Samen gesät. Seit der Entstehung der Landwirtschaft wählen Bauern Pflanzensorten aus, die gut an ihre Umgebung angepasst sind, um sie in der nächsten Saison wieder auszusehen. Dieser Selektionsprozess ging Hand in Hand mit einer ebenso wichtigen Gepflogenheit, dem freien Austausch von Saatgut. So konnten die Bauern eine Vielfalt von Kulturen entwickeln, die auf unsere Bedürfnisse und ihre Umwelt abgestimmt ist. Aber das war vor der Bürokratisierung der Natur. Im Jahr 1970 schafft eine europäische Richtlinie den gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Arten. Von da an darf nur noch Saatgut in Verkehr gebracht werden, das im Katalog steht. Nur eine Formalität? Im Gegenteil, ein höchst exklusives Verfahren. Erst muss man alle Antragsunterlagen zusammentragen, aufwendig und kompliziert. Dann kommen die Zulassungsgebühren. Wer kein Geld hat, hat keine Chance. Das kann mehrere tausend Euro kosten. Letzte Etappe, die Zulassungsprüfungen. Die Samen werden auf drei Kriterien getestet: Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit. Die Kriterien wie das gesamte Verfahren begünstigen standardisiertes industrielles Saatgut gegenüber bäuerlichem Saatgut, das von Natur aus unbeständig ist, da es sich ja den Umweltbedingungen anpasst. Die Europäische Kommission überarbeitet die Vorschriften immer und immer wieder, stellt das Grundprinzip aber nie in Frage. Alle Kleinbauern, Saatgutzüchter und Gärtner, die Saatgut in Umlauf bringen wollen, müssen es erst in den Sortenkatalog eintragen lassen, der die Biodiversität allmählich erschlägt. Der Katalog umfasst fast 34.500 Sorten. Das klingt viel, ist aber erschreckend wenig im Vergleich zu der Vielfalt, die die Natur zu bieten hat. Die Vielfalt nämlich ist der beste Schutz gegen Naturkatastrophen. Das genetische Erbe des bäuerlichen Saatguts ist vielfältig genug, um den drohenden Klimaveränderungen, Krankheiten und Schädlingen zumindest teilweise standzuhalten. Ausgerechnet diese Sorten aber sind vom Aussterben bedroht, weil der Katalog ihre Verbreitung verbietet. Sie werden allmählich ersetzt durch industrielle Monokulturen mit standardisierten, vereinheitlichten Genen. Und da haben wir das Drama. Die Gleichung ist einfach. Wenn die Biodiversität verschwindet, ist unsere Lebensmittelsicherheit in Gefahr. In Europa entfallen mindestens 50% des Marktanteils für bestimmte Kulturpflanzen auf 5 Unternehmen. Europa dominiert mit einem Anteil von 60% an den Saatgutexporten den Weltmarkt, der selbst zu 75% von 10 Saatgutkonzernen kontrolliert wird. Die Logik des aktuellen Systems führt unweigerlich zur Marktkonzentration. Die Bauern aber sind gezwungen, industrielles Saatgut zu kaufen, das ohne chemische Pestizide nicht wächst, und werden damit abhängig von den Großkonzernen. Wenn man die Bauern daran hindert, ihr Saatgut frei auszusäen und auszutauschen, nimmt man ihnen ihr fundamentalstes Recht und negiert den Erzeugungszyklus. Die Biodiversität ist unverzichtbar für die Ernährung unseres Planeten. Saatgut ist Gemeingut. Die Vielfalt des Saatguts zu bewahren heißt, die Lebensmittelversorgung des Planeten zu sichern.